Ja, ich habe hier die Karte Abwerben. Das heißt also, ich kann mir jetzt einen von euren Leuten nehmen. Wenn ich hoch genug würfle, Ziel ist ein gegnerischer Geschäftsmann, der wechselt den Besitzer. Also kein Gangster? Geschäftsmann. Okay. Kein Gangster, um Gottes Willen, Geschäftsmann. Ich habe Interesse an Marios Zuhälter, auf den ja auch Nils eine Option hat. Die Option verfällt ja dann, wenn er zu mir wechselt, ne? Nee, die wird übernommen. Ach du Scheiße. Eine Ratte. Er hat nämlich mit seinem Informantenwechsel gelesen, was ich... So eine Sau, du. Don Kreimeier, du. Ach nee, weißt du denn... Ach nee, denn doch nicht, oder was? Ja, super, ey. Das bringt mir ja auch nichts, im Grunde genommen. Nee, wir lassen es... Genau, wir machen den Zuhälter, wie geplant. Also ich möchte gerne deinen Zuhälter haben. Dann geht's jetzt los. Attentat. Attentat. Ziel, gegnerischer Gangster. Boah. Hier sind Fragezeichenwürfel. Was heißt das? Das heißt, ich würfe auf deine Stärke. Also auf drei. Ich brauche also zwei Dreien, dann wird er umgebracht. Ja. Und ich darf nicht drei Würfel, sondern vier Würfel benutzen. Boah. Meine besten Wünsche dir gleich. Rock'n'Roll, yeah, gush. Na. Was brauchst du denn? Zwei Vieren. Zwei Vieren. Nee, zwei Dreien, ne? Ich habe ja auf die drei. Zwei Dreien. Ja, stimmt. Ja, sechs. Ja, eine sechs und eine drei. Zwei, ja. Drei. Moment, Moment. Ich habe einen Notarzt. Notarzt, Alter. Wenn er umgebracht wurde, wird er nur deaktiviert. Er ist dann nicht tot. Das heißt, wir drehen ihn nur um. Er bleibt aber in meinem Besitz. Jetzt holt er hier Dr. Brinkmann aus der Versenkung hier. Das ist ja wohl eher Dr. Mabuse oder was? Alter, wie machst du das denn? Moment, ich hab einen Notarzt. Wo kriegst du diese geilen Karten? Sieh dir das mal an. Vor allen Dingen, da gibt es nur zwei Stück im Spiel und ich hab die zweite. Alter, mach nur so weiter und dann brauchst du auch einen Notarzt. Ja, bitte.